Tamara, herzlichen Glückwunsch. Du bist Weltmeisterin geworden. Was war das denn für ein Moment? Kannst du das beschreiben? Was geht einem da durch den Kopf? Was hast du gefühlt? Ja, also ich habe mich sehr gefreut. Also am Anfang habe ich das gar nicht realisiert, dass ich jetzt Weltmeisterin bin. Aber später dann natürlich schon. Und dann habe ich mich schon sehr gefreut über meinen Erfolg. War das denn anders, bei der WM zu kämpfen, als jetzt auf anderen Turnieren? Und wenn ja, wie? Man war aufgeregter, weil es halt um den WM-Titel ging. Und die Kämpfe waren auch schwieriger, aber sonst so war es. Welches war dein schwieriger Kampf? Das Finale gegen die Japaner. Was war da besonders schwierig? War eine besonders starke Gegnerin oder war die Aufregung besonders groß? Ja, die haben so einen eigenen Kampfstil. So. Und da muss man sich so anpassen, umstellen. Die sind auch sehr schnell. Ja. Und man muss halt aufpassen. Okay. Und wie sah deine Vorbereitung für die WM so aus? Beziehungsweise wie oft trainierst du überhaupt? Wie ist da so dein Trainingsrhythmus? Also normal trainiere ich 5-mal in der Woche. Einmal hier in Duisburg. Und bei der Vorbereitung haben wir immer 2-mal am Tag trainiert. Und dann auch, aber wir hatten auch einen Relax-Tag und haben uns auch entspannt. Das ist ganz schön viel. Da müssen bestimmt andere Hobbys und Freunde und so ein bisschen zurückstecken. Haben die da Verständnis? Freunde ja. Andere Hobbys jetzt nicht so. Also ich reite auch noch und spiele auch Fußball. Kommt zwar nach Karate, aber ich schaffe das trotzdem. Du hast ja eigentlich eine Spezialtechnik, die du besonders gut beherrschst, besonders oft anwendest. Ja, ich mache gerne Yakukisame. Aber auf der WM konnte ich die irgendwie nicht so oft machen. Also es kam nicht so dazu. Und wie lange machst du schon Karate? 10 Jahre jetzt. Okay, das heißt, du hast sehr früh angefangen. Ja, mit 6. Ja. Und hast du Vorbilder im Karate? Ich habe keine direkten Vorbilder, also feste Vorbilder, aber ich gucke mir trotzdem gerne von guten und erfolgreichen Leuten was ab und will halt auch von denen lernen. Ja, jetzt bist du schon Weltmeisterin, da fragt man sich natürlich, was hast du überhaupt noch für Ziele im Karate? Gibt es da noch was, was du dir wünschst, was du erreichen möchtest? Öfters Weltmeisterin werden und halt so bleiben. Ja, kannst du dir ein Leben ohne Karate vorstellen? Oder was bedeutet Karate für dich in deinem Alter? Momentan nicht. Später vielleicht schon. Also man kann es ja nicht unendlich weitermachen. Aber momentan könnte ich mir kein Leben ohne Karate vorstellen. Möchtest du sonst noch irgendwas sagen? Ich möchte Thomas Nitschmann danken für die tolle Vorbereitung, für die gute Vorbereitung. Dann möchte ich noch Klaus Bitsch danken, weil er mir die gute Grundbasis gegeben hat. Ich möchte mich noch bei meinem Sponsor Fighters Federation bedanken für die tolle Unterstützung. Roy, deine Tochter ist Weltmeisterin geworden. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Danke. Und wie fühlt sich das an als Papa? Ja, das ist ein sehr großer Triumph in unserem gemeinsamen Weg, den wir gegangen sind. Und fühlt sich sehr gut an. Du bist ja nicht nur ihr Vater, sondern du bist ja auch ihr Heimtrainer. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie die WM-Vorbereitung war und was auch Shara als Athletin so besonders auszeichnet? Also die WM-Vorbereitung war eben intensiv, hauptsächlich im taktischen Bereich auch. Und Shara an sich zeichnet aus, dass sie eine sehr große Einsatzfreude hat im Training, ja, dass sie immer dabei ist. Und also Shara schafft es in ihren Kämpfen innerhalb von 10 Sekunden, sich auf die Gegner einzustellen. Das finde ich eben total bewundernswert an ihr, dass sie die Taktik und die Bewegung der Gegner stört und dadurch auch immer zum Erfolg kommt. Das hat sich bei der WM eben auch ausgezeichnet. Ich möchte auf jeden Fall Thomas Nitschmann danken noch für die super Vorbereitung und dass er an Shara geglaubt hat. Und wir hoffen auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit im Seniorenbereich. Steht hier, ich versuche die Distanz zu ziehen. Genau, sobald die Distanz erreicht, steht hier. Den vorderen Arm ganz einfach so anzuschrägen, dass der Kieser wirklich für ihn blockiert ist. Steht er nicht. Sollte er dann gerne beschlagen, ist es relativ einfach hier runter zu ziehen. Das Bein schwierig ist, wenn er hier hinten aufgeht.
Thomas, die Shara ist Weltmeisterin geworden. Wie hat sie sich denn bei der WM präsentiert? Wie lief das so? Es war sehr schön zu sehen, wie Shara die Weltmeisterschaft angegangen ist. Sie war im Vorfeld sehr locker, und hat sich von Kampf zu Kampf immer wieder gesteigert. Ist dann wieder raus aus dem Kampf, war wieder ganz locker. Man konnte immer genau sehen, dass sie genau wusste, zu welchem Zeitpunkt sie sich fokussieren und konzentrieren musste. Ist das auch das, was Shara als Athletin auszeichnet, oder wie würdest du sie da beschreiben? Was für ein Typ ist sie? Shara ist sehr fokussiert. Im Training ist es eine Freude, sie zu sehen. Also ich habe selten Sportler gesehen, die so fokussiert im Training sind, die immer versuchen, ihr Bestes zu geben. Nie ein einziges Mal aufgeben, auch wenn die Aufgabe noch zu hart ist, das Training noch so anstrengend ist. Shara gibt einfach alles. Und das ist immer der springende Punkt. Wer im Training alles gibt, wird auch letztendlich erfolgreich auf Meisterschaften. Max, herzlichen Glückwunsch. Bronze bei der WM geholt, nach deinem EM-Titelgewinn, der nächste große internationale Erfolg. Wie fühlt sich das an? Wie gesagt, eigentlich wie vorher. War eigentlich ein normales Turnier für mich, ein internationales, gut besetzt. Und eigentlich ein Turnier, wo man nur Erfahrung sammeln kann. Wie waren deine Kämpfe so? Welches war dein schwierigster Kampf? Mein schwierigster Kampf war der erste Kampf direkt. Es war gegen die Nation Algerien. Und habe ich leider 1-0 verloren. Auch in der Toastrunde, ich konnte natürlich die Kämpfe vorne und ich konnte mich halt auf die Gegner jeweils einstellen. Und die Toastrunde war dann schon etwas leichter für mich. Da war die Aufregung erstmal ein bisschen weg, Anspannung abgefallen. Ja. Was sind jetzt deine nächsten Ziele? Was steht auf dem Plan? Im Februar erstmal die Europameisterschaft. Da will ich natürlich meinen Titel verteidigen in einer anderen Gewichtsklasse. Und natürlich gibt es ja auch Punkte für die WKF-Rankinglist und ich will unbedingt auf Platz 1 kommen. Ja, dann wünschen wir dir viel Erfolg dabei. Dankeschön. Der Weltmeistertitel war nicht der einzige Erfolg. Max Bauer hat Bronze geholt. Kannst du uns dazu vielleicht auch noch kurz was sagen? Max Bauer, den hatte ich ja bei der Europameisterschaft schon betreut. Er ist ja sehr souverän Europameister geworden. Und die Weltmeisterschaft, er ist mit sehr viel Druck dorthin gefahren. Und die erste Runde, da hat man gemerkt, er als Europameister müsste was zeigen. Demzufolge war er gehemmt. Hat diesen Kampf auch verloren. Er hätte ihn gewinnen müssen. Und dann kam es, wie es kommen musste. Er wusste, er ist in der Trostrunde, das Gefühl war weg. Er wusste, na gut, ich hatte schon verloren, konnte alles geben und war dann wieder so souverän wie im Februar. Und die Bronzemedaille war nur recht, dass er dann noch gewonnen hat. Er hätte an diesem Tag auch Weltmeister sein können, wenn er den Fokus direkt auch schon am nächsten Kampf gehabt hätte. Zu sehen, wie unsere Kinder sich da präsentiert haben, wie die Jugend sich präsentiert hat, wie die Junioren sich präsentiert haben, dann letztendlich auch der Erfolg mit 2 Weltmeistertiteln und 3 Bronzemedaillen, einfach fantastisch. Und da ich auch verantwortlich bin für die Leistungsklasse und diese Altersklasse jetzt sehe, freue ich mich auf die Jahre, die da kommen, weil ich denke, da wächst eine ganz starke Generation an.